Es tut so gut, die Wahrheit mit diesem Buch aufzusaugen. Das ist so erbauend und ich kann Ihnen das nur weiterempfehlen. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Buchbesprechung und zwar möchte ich Ihnen folgendes Buch ans Herz legen, ein absoluter Buchtipp. Und zwar von Martin Lohmann zusammen im Gespräch mit Gerhard Cardinal Müller. Das Buch heißt Wahrheit. Und in so vielen Punkten, als ich das gelesen habe, musste ich einfach nur schmunzeln, weil es auf ein und dieselben Fragen, die wir auch im Buch Freiheit von Kardinal Marx gelesen haben, komplett anders antworten. Und zwar katholisch. So wie man es sich wünscht. Und man spürt, aus diesen Menschen spricht wirklich die Wahrheit, die Jesus Christus ist. Wahrheit ist eben nicht verhandelbar, nicht relativierbar und das ist so heilsam, wenn man das von Geistlichen, von einem Geistlichen wie Kardinal Müller wirklich auch zu lesen bekommt. Zunächst einmal wie immer die Grundlagen. Das Buch heißt Wahrheit, der Untertitel lautet Die DNA der Kirche. Finde ich wunderbar, weil wir wissen ja von bestimmten Geistlichen unseres Landes, dass sie behaupten, die DNA der Kirche sei böse. Deshalb, es tut gut, wenn man dann sowas liest. Die DNA der Kirche ist nämlich die Wahrheit, Jesus Christus selbst. Das ist es eben. Das Buch hat insgesamt 340 Seiten. Es ist erschienen im FE Medienverlag. Die erste Auflage ist jetzt in diesem Jahr erschienen. Vor kurzem ist dieses Buch veröffentlicht worden und es ist ein Gespräch. Ich finde dieses Buch vom Konzept her sehr schön und sehr passend. Es erinnert mich an das Buch von Kardinal Sarah. Sie kennen das vielleicht. Gott oder nichts heißt es, glaube ich. Das war auch schon so gestaltet, dass eben Kardinal Sarah befragt worden ist, also interviewt worden ist und auch so wie bei ihm ist es hier so, dass Kardinal Müller seinen Lebensweg ein bisschen schildert und anhand dessen eben seinen Glaubensweg auch aufzeigt. Und dort werden dann verschiedene, auch aktuelle Fragestellungen immer wieder eingeworfen. Und ich finde es deshalb so passend vom Konzept her, weil erstens zwei Menschen im Gespräch sind. Das ist voll schön, weil man fühlt sich, während man das liest, immer so, als würde man dabei sitzen. So, als würde man zwei großen Gestalten, also Martin Lohmann ist auch ein ganz großer Name natürlich, wir kennen ihn eben aus der Lebensrechtsszene und er hat auch so viele wunderbare Sachen als Publizist gewirkt in den letzten Jahrzehnten. Kardinal Müller kennt man natürlich auch, er ist auch ein sehr, Gott sei Dank, medienwirksamer Kardinal, der sich sehr dafür einsetzt, die katholische Wahrheit wirklich durchzusetzen, gerade im Hinblick auf unsere deutsche Kirche, die oft versucht ist, eben einen nationalen Sonderweg zu gehen. Und ja, unter diesen zwei Gestalten fühlt man sich wirklich, als würde man dabei sitzen und ihnen ganz interessiert zuhören, wie sie sich unterhalten. Es ist so, dass die Fragen manchmal nicht einfach nur kurz gestellte Fragen sind, sondern Herr Lohmann, ja, er holt manchmal ein bisschen länger aus, ne, dass er auch einfach mal ein bisschen länger etwas erzählt oder eigene Prognosen stellt oder Vermutungen anstellt, die dann der Kardinal, auf die der Kardinal dann eingeht. Hat eine gewisse Dynamik dadurch und es liest sich dadurch auch einfacher. Das Schöne ist, dass auch wichtige, tiefe theologische Inhalte dadurch persönlicher kommuniziert werden, vermittelt werden, weil sie ja eben auch anhand der Biografie des Kardinals abgearbeitet werden. Und das ist immer etwas, das die Menschen wirklich sehr anspricht. Gerade jene, die diese sehr trockene theologische Sprache nicht so gut abhaben können, die schnell abschalten. Dafür ist es wirklich ein sehr gutes Konzept. Das ganze Buch ist dann so strukturiert, dass es eben die verschiedenen biografischen Stationen des Lebens des Kardinals aufgreift und so beginnt das Ganze eben dann mit seiner Kindheit, mit seiner Jugend, was sind die Gestalten, die ihn geprägt haben in seinem Glauben, dann eben der Weg
in die Berufung, dann eben sein ganzer Weg als Geistlicher bis hin eben zur Kreierung als Kardinal, seine Zeit als Glaubenspräfekt. Das sind alles die Stationen und so wird das Ganze eben auch strukturiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Fragen irgendwie so künstlich konstruiert sind, sondern man merkt, Herr Lohmann stellt manchmal wirklich auch eine Frage, die ihm gerade so einfällt. Man spürt das richtig, dass es so diese gewisse Spontanität auch beinhaltet und mal geht es auch in eine andere Richtung, dass es mal einen Querverweis gibt, dass man etwas wiederholt. Also es ist wirklich wie ein Gespräch. Also es stimmt wirklich, dass es ein Gespräch ist, wie es auch vorne steht. Was ich gut finde, ist, dass einerseits wirklich grundsätzliche theologische Inhalte vermittelt werden, also wie sind Dinge überhaupt erstmal zu verstehen, und natürlich Kardinal Müller als Dogmatiker kann gerade die Grundlagen der kirchlichen Lehre sehr gut darlegen, aber es werden auch oft aktuelle Kommentare abgelassen, also zum Beispiel zum synodalen Weg, wie ist das zu verstehen, oder wenn bestimmte Geistliche sich in einer gewissen Weise geäußert haben, die nicht konform ist mit der Lehre der Kirche, dass das dann eben korrigiert wird. Das finde ich sehr gut, weil man sich vielleicht oft auch Dinge gefragt hat und nicht wusste, wie man damit umgeht. Und da findet man eben dann darauf auch Antworten. Also einerseits natürlich zu der DNA der Kirche so etwas oder was natürlich wichtig ist, gerade zum Thema synodaler Weg, diese vier Themen, die im synodalen Weg eben auch ihre Arbeitskreise bilden. Also zum Thema Sexualmoral hat er sehr viel. Dann zum Thema Macht in der Kirche, Missbrauch, ganz großes Thema. Zur MHG-Studie wird was gesagt. Und das Schöne ist, Kardinal Müller schwafelt nie herum, sondern er bringt Dinge so wunderbar prägnant auf den Punkt. Ich mag das sehr. Also es tut gut und es ist auch sehr leicht zu lesen. Die Art, wie er schreibt, also es ist ein hochgebildeter Mensch, der richtig viel Ahnung hat. Man merkt es an vielen Stellen, dass er auch philosophisch richtig kompetent ist. Aber doch schafft er es, es so herunterzubrechen auf eine Sprache, die gewöhnlichen Menschen sehr gut verstehen können, und es ist halt nicht uninteressant. Er schafft es, Dinge eben auch ganz so interessant zu formulieren, und um vielleicht auch auf Martin Lohmann zu sprechen zu kommen. Seine Prognosen, seine Vermutungen, die er anstellt, bei seinen Fragen, die er stellt, also wenn er ein bisschen weiter ausholt, finde ich, sind auch sehr gut. Und oft ertappe ich mich dabei, dass ich dann merke, okay, das ist genau das Gleiche oder ungefähr so habe ich das gestern noch dem und dem erzählt. Also man merkt mit diesem Buch, dass man Rückendeckung bekommt. Also man fühlt sich bei diesem Buch wirklich so, als würde man gestärkt in seinen eigenen Ansichten und merkt, okay, meine Ansichten sind wirklich nicht einfach nur meine persönliche Meinung, sondern das ist einfach, was den katholischen Glauben ausmacht. Wenn ich Ihnen Passagen aus diesem Buch vorlesen sollte, dann habe ich das Problem, dass ich Ihnen gar nicht sagen könnte, welche besonders toll sind, weil einfach alle gut sind. Ich würde am liebsten das ganze Buch Ihnen vorlesen. Das geht natürlich nicht. Jetzt überlege ich, welche Stellen ich Ihnen vorlesen könnte, vielleicht was ganz aktuell ist. Was man zum Beispiel sehr gut lesen kann, sind diese ganzen typischen aktuellen Forderungen, die auch im synodalen Weg genannt gestellt werden. Also die Abschaffung des Zölibats, die Frauenweihe, wie hängen Machtmissbrauch, Klerikalismus und Zölibat miteinander zusammen. Das ist zum Beispiel etwas, das habe ich wirklich neu gelernt. Also viele Dinge, die in diesem Buch thematisiert werden, sind mir schon bekannt, das ist eben schön, gerade als Bestätigung, weil ich mich bestätigt fühle in vielen Dingen, wie es eben der Kardinal auch beantwortet. Aber es gibt doch wirklich Punkte, die sind mir ganz neu gewesen. Und das ist das Schöne, man lernt immer etwas Neues dazu. Zum Beispiel zum Thema Klerikalismus. Wo kommt der Begriff her? Da schreibt er was ganz Interessantes dazu. Das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Ich hoffe, ich finde es wieder. Das war irgendwie... Okay, ich finde das jetzt leider auf die Schnelle nicht wieder. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Also weil ich das jetzt auf die Schnelle nicht finde und das leider nicht aufgeschrieben habe,
kann ich Ihnen natürlich nur empfehlen, lesen Sie das ganze Buch, dann kommen Sie auch an diese Stelle. Ich will Ihnen damit nur sagen, es kommt immer auch etwas Neues, was Sie entdecken können. Also das Einzige, was mir jetzt beim Buch auffällt, ich habe vorsichtig gelesen, aber ich merke schon, hören Sie vielleicht, es ist nicht ganz so stabil. Vielleicht liegt das eben nur an meinem Exemplar jetzt. Aber es ist natürlich schon, es fällt mir gerade so auf, um vielleicht auch mal eine kleine negative Kritik anzubringen. Ich möchte Ihnen gerne etwas vorlesen. Das heißt auf Seite 152, der Wert des Zölibats. Um einfach mal einen aktuellen Aspekt hier zu nennen, wie der hier beantwortet wird. Erst einmal die Frage von Herrn Lohmann. Wenn man so will, auch jede freiwillig geschlossene Einehe ist ja letztlich eine Art Zwangseinehe. Jedenfalls, wenn man das Versprechen der Treue ernst meint und ernst nimmt, also auch lebt, in guten wie in weniger guten Tagen. Aber die vermeintliche Logik von der Zwangseinehe wäre doch ebenso wenig logisch wie das Narrativ vom Zwangszölibat, was ja immer gefordert wird. Ich habe freiwillig vor Gottes Angesicht Ja zu meiner Frau gesagt. Die Ehe käme ja gar nicht zustande, würde man sich gezwungen fühlen. Das gilt doch auch für den im Zusammenhang mit der Priesterweihe versprochenen Zölibat, über den wir unter diesem Gesichtspunkt noch nicht gesprochen haben. Das Thema kommt später nochmal. Freiwillig hat, wie ich meine, weder hier noch dort etwas mit Zwang zu tun. Und darauf antwortet der Kardinal. Eben. Freiwillig ja, nur du allein und für immer. Das tun diejenigen, die dem Ruf Christi ins Priestertum folgen, doch auch. Um des Himmelreiches willen verzichten sie auf Ehe und Familie. Aber das tut man nicht, um dann ein interessantes Ego-Trip-Leben führen zu wollen. Der Priester ist kein Single, sondern der Vater einer geistlichen Familie. Jedes Wort möchte man unterstreichen, markieren, tausendmal unterschreiben. Es tut so gut, das zu lesen, weil man hört so oft von Geistlichen leider was anderes. Also, der Priester ist kein Single, sondern er ist verheiratet mit der Familie Gottes. So wie Christus als Bräutigam seiner Kirche lebt, so lebt der Priester mit seiner Pfarrei, die seine Familie ist. Nicht zuletzt deshalb sind die Strukturreformen etwa in Deutschland geradezu gefährlich. Was er meint, das lesen wir dann. Wenn man eine riesige Pfarrei mit 100.000 Familienmitgliedern schafft, dann ist doch keine familiäre Erfahrung mehr möglich. Auf jeden Fall muss man durch eine gute Berufungspastoral darauf hinarbeiten, dass die Pfarreien durch eine gute Anzahl qualifizierter Priester eine überschaubare Größe haben. Natürlich ist das Wort Familie hier analog gemeint. Aber durch die Schaffung gigantischer Zonen vermeidet man alles, was mit Pfarrei und Familie Gottes noch zu tun hat. Die Kirche ist die Familie Gottes und die lebt in kleineren und überschaubaren Gemeinden. Zurück zu Ihrer Frage. Der Zölibat stößt bei denen auf Unverständnis und löst jede Art von Verdacht aus, die so ein mechanistisches Verständnis von Sexualität haben. Da lugt der alte Dualismus wieder hervor zwischen Geist und Körper. Reine Triebbefriedigung huldigt diesem Dualismus. Das ist letztlich ein ziemlich pessimistisches Menschenbild. Dann geht es um dieses Schreiben, das Benedikt letztes Jahr, 2019, veröffentlicht hat und damit natürlich eingestiegen ist in die Debatte um den Missbrauchsskandal, wo es dann wirklich, wie immer, natürlich die Verärgerten gibt, die meinen, er soll endlich mal schweigen und er ist doch jetzt weg vom Fenster, dann soll er sich nicht mehr melden, was natürlich eine unglaubliche Frechheit ist, aber dazu wird dann hier einiges gesagt und dann geht es ein bisschen mehr noch um das Thema Sexualität, auch gerade bei Geistlichen, aber hier ist das Interessante auch, hier wird dann über die Entwicklungen im letzten Jahrhundert gesprochen, über die 68er und so weiter. Was ich auch als sehr wohltuend empfinde, ist das Thema des Bösen. Es wird ganz oft ja von den Geistlichen gerade gesagt, es gibt nicht den Bösen als personale Wirklichkeit, sondern nur eine diffuse Kraft, die irgendwie Geheimnis ist, obwohl die Kirche eigentlich kein Geheimnis draus macht.
Also wirklich eben nicht einfach eine Kraft im Menschen ist oder so etwas, was Abstraktes, sondern wirklich ein Geschöpf Gottes mit Person, mit Persönlichkeit, mit Charakter, mit eigenem Willen. Und so möchte ich auf Seite 253 erst einmal hier diese Frage, folgende Frage vorlesen. Die Frage lautet ganz unten auf der Seite: Dennoch heißt es in der Heiligen Schrift, der Satan gehe umher wie ein brüllender Löwe. Heute scheint er eher wie ein auf samtenen Pfoten schleichender und sich sehr sympathisch gebender, süßholzraspelnder und ohrenbläsender Geschmacksverstärker zu handeln. Er scheint sehr aktiv zu sein, ist hochintelligent als ehemaliger Engel Luzifer, also Lichtträger, kennt die Theologie ebenso wie die Bibel, besitzt schauspielerische Fähigkeiten. Wie soll man Ihrer Meinung nach damit umgehen? Ganz einfach scheint das nicht immer zu sein. Und so schreibt oder so antwortet Kardinal Müller: Der Satan als brüllender und verschlingender Löwe, das ist im 20. Jahrhundert mehr als bestätigt worden. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Himmler, Heydrich, die blonden Bestien, also Nietzsche hat es so gesagt. Und wie diese ganzen furchtbaren Monster heißen, das waren schon reißende Löwen. Aber das Diabolische kann auch im Nadelstreifen auftreten, süße Worte hervorbringend. In der Versuchungsgeschichte bei Adam und Eva tritt der Teufel auch nicht als brüllender Löwe auf, sondern als Einflüsterer. Wie die zarteste Versuchung mit intellektueller Arroganz gepaart. Er säuselt geradezu freundlich, angeblich um das Glück des Menschen bemüht. Und er bricht den Widerstand des Gewissens mit dem Hinweis, Gott könne doch gar nicht so ein Verbot ausgesprochen haben. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Genesis 3,1. Und schon fällt Eva auf den Trick herein, mit dem der Schöpfer als ein missgünstiger Konkurrent des Menschen hingestellt wird. Was sollte es dem großen Gott schon ausmachen, wenn wir ein wenig Vergnügen haben? Was ist daran so schlimm, nach Thailand zu fahren und mit einem gekauften Mädchen ein wenig Spaß zu haben? Das verbrennt man noch mit dem Hinweis, man gebe dem Mädchen doch Geld, das es braucht. So wäscht man sein Gewissen rein, doch indem man sich selbst belügt. Doch wenn man wirklich Gutes tun wollte, könnte man der armen Familie ohne diesen sexuellen Missbrauch Geld zukommen lassen. Der Hedgefondsmanager, der es zum Supermilliardär auf der Forbes-Liste gebracht hat, kann sich kaum rechtfertigen mit den Arbeitsplätzen für sein Bedienungspersonal und willigen Domestiken, wenn er nicht moralisch einwandfrei die Herkunft seines Vermögens deklarieren kann oder wenn er die Sozialpflichtigkeit des Eigentums negiert. Der Versucher versucht stets mit allen Mitteln, den Menschen von Gott und damit vom Guten abzubringen. Ganz schön, dass er über den Versucher auch spricht. Er ist sehr einfallsreich bei seinen Methoden und er ist sehr konkret. Er ist keine literarische Figur oder eine Metapher. Was ist das nicht für Balsam für die Seele, dass wir solche Worte lesen dürfen? Und wissen, wir sind nicht allein und es gibt auch noch hohe Würdenträger, die noch katholisch denken. Er ist real. Er ist real. Er hat eine gewalttätige und subtile Macht. Das sieht man auch an den realen Wirkungen. Es sind immer destruktive Wirkungen. Die Entkriminalisierung des Bösen gefällt dem Teufel schon sehr. Aber durch den Tod Jesu am Kreuz ist der Herrscher dieser Welt gerichtet, wie Johannes in 18,11 schreibt, und der Geist der Wahrheit wird uns in die ganze Wahrheit einführen. Geschaffen ist alles gut. Böse wird man erst durch die Willensentscheidung, die dem Guten zuwiderläuft. Also ein Strich durch die Rechnung allen, die ihm sagen, Gott in Gott wäre auch das Böse. Ganz, 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 ganz schlimme Einstellung, die leider auch heute noch vorherrscht. Damit die Intelligenz nicht zu einer herzlosen Maschine wird und damit Vernunft und Wille sich vermählen in der Liebe, beten wir im Hymnus Veni Creator Spiritus, also kommt Schöpfergeist. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Martin Lohmann, aber es wäre doch einfacher, wenn der Satan nicht so intelligent wäre, oder? Die Antwort: Intelligenz ist immer gut, aber sie kann korrumpiert werden. Durch einen bösen Willen. Wir sehen das auch an vielen Menschen. Vielleicht hat Gott es zugelassen, weil er uns die Kraft zutraut, mit seiner Gnade dem Bösen widerstehen zu können. Interessante Denkweise.
Die Kraft des Guten ist immer stärker. Und dazu lädt uns Gott ein. Das ist die Intelligenz, die er uns schenkt und zu Nutzen macht. Zu Nutzen befähigt. Der Teufel lauert gerne intelligente Menschen auf und versucht sie durch Eitelkeit zu korrumpieren. Er verführt die Armen durch Neid, die geborenen Führungspersönlichkeiten, die wir brauchen, durch Allmachtswahn und Präpotenzgefühle. Die Sünde lauert an jeder Tür des Sterblichen, wie Gott zu Kain sagt. Wenn du nicht gut handelst, lauert an deiner Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Also man merkt wirklich etwas, das, also man spürt innerlich, das gibt einem Kraft, das zu lesen. Und wir bilden unsere Herzen dadurch immer mehr aus, auf katholische Weise, wie es sein sollte. Ich könnte Ihnen noch so viel weiter vorlesen. Was interessant ist, ist auch auf Seite 78, das lese ich Ihnen vielleicht noch vor, aber dann lasse ich es. Und wenn Sie möchten, dass ich mal weitere Teile einfach hochlade, wo ich nur vorlese aus dem Buch, schreiben Sie das mal in die Kommentare. Einfach, weil es gibt einfach so viele tolle Passagen aus dem Buch. Ich werde dem auf gar keinen Fall gerecht durch diese paar Stichproben, die ich hier jetzt vornehme. In erster Linie bestellen Sie sich das Buch mal selber und lesen Sie. Es ist wirklich sehr interessant. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen, das Buch kostet 19,80 Euro. Also ich lese Ihnen noch eine letzte Passage vor. Es geht um den katholischen Minderwertigkeitskomplex auf Seite 78. Zunächst einmal Martin Lohmann. Das führt jetzt fast schon automatisch zu der Warnung des Apostels Paulus, dass man sich als Christ nicht zu sehr der Welt anpassen solle und dürfe. Was Sie für die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil beschrieben haben, offenbart aber doch eine massive Anpassung und Abhängigkeit an bzw. von der Welt. Sie beschreiben jetzt eine Situation vor allem für die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo man den Eindruck bekommen kann, dass die Kirche sich zu sehr in wesentlichen Dingen von weltlicher Philosophie, Gedankengängen und Fragestellungen infizieren lasse. Haben wir heute vielleicht auch einen Glaubensabfall, der durch die Theologie geprägten Priester und Bischöfe wirkt? Und darauf antwortet der Kardinal, vor allem in Deutschland und in Zentraleuropa leidet die katholische Theologie unter einem gewissen Minderwertigkeitskomplex. Das kommt einem Trauma gleich, weil das ganze Narrativ der Neuzeit als Emanzipation vom Mittelalter nicht, wie es wirklich war, sondern in den Vorurteilen existiert, vom protestantischen und dann säkularisierten Denken wesentlich geprägt worden ist. Und das geht dann so. Im Mittelalter waren die Leute abhängig von der Autorität der Kirche und sind von der Inquisition geknechtet worden. Luther habe dann aber die Freiheit gebracht, die schließlich vollendet worden sei, in solchen protestantischen Denkern wie Kant und Hegel. Erst mit ihnen sei das eigentliche Christentum als Religion der Freiheit und des individuellen Gewissens freigelegt worden. Das Katholische ist in diesem Narrativ dann das zurückgebliebene und mittelalterliche, das der griechischen Philosophie verhaftete metaphysische statt heilsgeschichtliche Denken und stünde im Widerspruch zu den Naturwissenschaften und könne deshalb die Evolutionslehre und die moderne Astrophysik nicht mitvollziehen. So wird dem Katholischen ein naives, voraufgeklärtes Verständnis von Wahrheit angedichtet. Und dann bildet man sich ein, dass es in den katholischen Gegenden selbstverständlich ein Bildungsdefizit gebe, während der protestantische Norden das Zentrum der großen Entwicklungen gewesen sei. Das Bild wird also ziemlich schwarz-weiß gezeichnet. Hier die zurückgebliebenen katholischen Länder, die schwarzen Flecken und dort die aufgeklärten protestantischen hellen Gegenden. Welches Bild stimmt, fragt Martin Lohmann daraufhin. Und der Kardinal antwortet, in Wirklichkeit war es natürlich ziemlich anders, aber das geschichtsklitternde Narrativ passt in viele Klischees hinein, weshalb man es auch in allen möglichen Wikipedia-Artikeln wiederfindet. Das erspart einem viel Schweiß und Fleiß bei einer profunden und differenzierten Betrachtung. Ich merke es ja durch die schwarzen Legenden ganz besonders stark, die kirchengeschichtlichen Vorurteile. Dazu habe ich ja schon Videos gemacht. Jedermann kann mit ein paar Schlagworten vor einer gesteuerten öffentlichen Meinung alle Spezialisten der Patristik, der Scholastik, der Kultur- und Philosophiegeschichte schachmatt setzen. Daraufhin die Frage, ist denn dieser katholische Minderwertigkeitskomplex in irgendeiner Weise berechtigt? Darauf die Antwort, natürlich nicht.
Aber es gibt jetzt viele, die sich von diesem Narrativ haben anstecken lassen und heute fälschlicherweise meinen, wir Katholiken müssten jetzt endlich aufholen und andere imitieren. Ich denke so sehr irgendwie an Klaus Berger und die Bibelfälscher, wenn ich das lese, weil er das für die Exegese ganz stark macht. Manche meinen sogar, man komme in der Moderne endlich an, wenn man zum Beispiel die Kirchenväter und die ganze Scholastik, aber auch die moderne katholische Theologie bis zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, die sie gar nicht kennen, aufgibt. Hier setzt das Allerweltschlagwort vom nötigen Paradigmenwechsel ein. Wie ich dieses Wort liebe. Weil aber das Lehramt immer wieder auf die objektive Wahrheit, wie in dem Dokument Dominus Jesus von 2000, über die Einzigartigkeit Christi und seiner Kirche hingewiesen hat, meint man, sich dem Mainstream anpassen zu müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und dann gibt man wichtige Positionen auf, wie etwa das unbedingte Lebensrecht jedes Menschen vor der Empfängnis bis zum natürlichen Tod und die Unauflöslichkeit der Ehe oder die Komplementarität von Mann und Frau, und kommt zur Ehe von Menschen des gleichen Geschlechts. Man will auch zu denen gehören, die sich selbst als Vertreter der Moderne sehen. Was immer das auch bedeutet im Unterschied zur geistigen Dekadenz. Das war's mit dem Video. Ich denke mal, ich könnte eigentlich das ganze Buch Ihnen vorlesen, denn jede Stelle ist so interessant geschrieben und so wichtig von dem Inhalt her, dass es natürlich absolut zu wenig war, was ich Ihnen jetzt vorgelesen habe und natürlich bloß nicht irgendwie repräsentativ. Ich habe jetzt einfach geschaut, was vor allem vielleicht auf aktuelle Geschehnisse hinweist oder auf grundsätzliche Probleme, wie eben die Haltung dieses katholischen Minderwertigkeitskomplexes. Und ich finde es schön, wie gesagt, das habe ich schon zu Anfang des Videos gesagt, dass in diesem Buch viele Fragen anders beantwortet werden. Während so ein Kardinal Marx, Karl Marx und Konsorten wirklich in den Himmel lobt, wird hier ganz klar gesagt, das sind antichristliche Personen. Die haben ganz viel Schlimmes angestellt und wir dürfen nicht darauf hereinfallen und dass die Menschen von heute auch nicht aus der Geschichte gelernt haben und da wird Ideologiekritik betrieben. Und dass diese Art von Kritik hat mir im Buch Freiheit gefehlt. Als Abschluss dieses Videos möchte ich Ihnen den allerletzten Satz vorlesen. Und zwar zu dem Thema oder zu der Frage, wie wird denn nun die Kirche Jesu Christi wieder frei? Und hier steht ganz klar, ganz zum Ende hin, die DNA der Kirche ist die Wahrheit Gottes. Die DNA der Kirche ist die Wahrheit Gottes. Und die Wahrheit wird uns frei machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen, seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut!